Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier von der Marke Caterpillar hier den 797B Kipperwagen vorstellen und es geht dann gleich los. So, da sind wir jetzt und leider habe ich den im Shop selber so nicht gefunden. Habe ich jetzt gedacht, ja, schauen wir mal hier nach Marken. Hier ist der. Dann schauen wir hier, da koste ich 200.000 Euro. 75.000 Liter Ladevolumen hat da, 62 km/h soll das schnell sein. 3.785 Liter Kraftstoff, 1000 PS hat da entsprechend 735 kW und 500 € Unterhalt. Kannst du alle Standardfrüchte von Giants laden und je nachdem, was in der Karte gebaut worden ist. Und ich habe mir gedacht, ja, es sieht ja auch echt nett aus und ja, dann werden wir uns jetzt mal anschauen, denke ich mal, oder? Dann gehen wir jetzt mal in die innere Sicht rein. So, also das Lenkrad müssen wir mal schauen. Ich habe vergessen, mein Lenkrad einzuschalten, aber es ist ja gleich. Hat irgendwie so ein komisches Nummer. Also das Lenkrad scheint zu funktionieren. Arme werden auch animiert, wie man sieht. Man schaut halt ein bisschen durch sich durch. Das liegt je nachdem, weil die Kamera so dran ist. Und ja, Spiegel scheint auch zu funktionieren. Dann denke ich mal, dann starten wir hier unten. Ui, cooler Sound. So, dann schauen wir mal ganz genau. Mal eins aufmachen, was der alles hat. Ich kann hier uploaden. Also, es ist sonst hier keine besondere Funktion hat der. Dann schauen wir mal hier oben drin, ob hier das Licht oder irgendwas animiert ist von innen. Nein, das ist hier nur Textur so drauf geklatscht. Leider sehe ich auch nicht so rein. Das ist nicht so ganz so schön. Also, wir sehen hier mal die Zähne von innen drin. Okay. Ja, das sieht ja auch ein bisschen unheimlich aus, finde ich. Oder was meint ihr dazu? Die Zähne. Von den Charakter zu sehen. So, dann schauen wir mal hier. Das Licht funktioniert schon mal. Mit Numbezex hier, die hier vorne. Hinten. Schauen wir mal Rückfahrlicht. Bremslicht. Blinker. Und vorne die Blinker auch. Dann hier. Die Einlampen scheinen hier nicht zu gehen. Da in der Mitte die Orangen. Schalten wir das Normallicht mal aus. Also Rundumleuchte hat er sowas nicht oder so ein Blitzer. Dann schauen wir mal hier mal Zwangsentladen. Man scheint hier nicht zu gehen mit denen. Dann machen wir mal hier mal eine kleine Probefahrt. Und ja, also er ist für kleine Karten nicht geeignet. Aber wir hoffen, dass es hier geht. Also Reifenspuren, ja, macht er. Zwar nicht so ganz so die, was wir jetzt hier haben, aber ist nicht schlimm.
und sieht echt sehr monströs aus. Dass ich gerade so hier beim Händler rauskomme. Oh, geiles Horn. Ja. Lässt sich eigentlich so her relativ gut fahren. Bremsen tut er gleich. Sieht man hier. Und jetzt machen wir kurz den Geschwindigkeitstest. Also, wir sind jetzt 62 km/h. Bremsen testen nochmal rückwärts. Also schauen wir mal rückwärts. Rückwärts Warnton. 15 km/h. Ja, ich denke, wir werden uns jetzt gleich in den Steinbruch sehen und werden wir dann schauen, wie das mit dem Füllvolumen ist, mit den Abkippen ausschaut. Also dann bis gleich. So, das sind wir wie versprochen, aber leider nicht beim Schaufelradbagger. Beim Schaufelradbagger konnte ich keinen Kies oder Sand laden, hat er mir nichts angezeigt. Hier ist es auch, wenn ich jetzt drunter stehe, unter den Füllrohr und erdrücken möchte, geht da nichts. Aber soweit ich weiß, habe ich jetzt, wenn ich hier schaue, ich habe hier überall 500.000 drin im Hofsilo, wie man hier sieht. Und aber zeigt mir halt nicht an, also kann ich jetzt mit dem Trigger hier nicht beladen. Also der Trigger ist schon da, wenn man hier sieht, das Rohr, aber irgendwie scheint es irgendwie doch zu tief oder was zu sein oder was, ich weiß es nicht. Ja, das Einzige, was mir halt noch aufgefallen halt ist, ist es hier ein Aero, dass er halt das Bild für den Shop nicht laden kann. Und dann hier noch was mit einer Textur. Das dürfte das auch noch sein, also das mit dem Bild für den Shop. Ja. Aber trotzdem, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.